So. Ich kann hier irgendwie... Ah, man kann hier mit Rechtsklick durchschalten. Meine Superkräfte verraten mir, dass das ein Klodeckel ist. Schockierend. Oh. Hey. Da ist eine tote Katze. Ah, das ist also die Stadt. Wir sind jetzt hier im Labor-WC. Da ist die Straße, in die wir hin wollten. Gucken wir doch mal dahin. Kann ich Auto fahren? Genau, ein schlauer Affe. Mir so einen Zettel da klauen. Nein, es wäre gemein, sie abzureißen. Hintergasse. Was ist denn das für ein Name? Da ist ein B und ein Pfeil. Bin ich jetzt in CSS gelandet? Lass mal in die Bar gehen. Viel zum Untouchen. Ohne Kleingeld funktioniert das nicht. Keine Zeit zum Spielen. Was soll ich damit? Komm, mach mal Musik. Scheint kaputt zu sein. Ah. Verkratz mir ja nicht den Fußboden. Was hat mir das jetzt gebracht? Keine Zeit zum Spielen. Ah. Operation geglückt. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Münzen. Gucken wir, der mir Geld gibt. Hallo du, aufwachen. Zwecklos. Der Gute ist stramm wie ein Kesselflicker. Den weckt so schnell nichts auf. Hättest ihn ja nicht so abfüllen braucht. Hallo gute Frau. Guten Abend. Möchtest du was trinken? Oder bist du vorbeigekommen, um mit der guten Ulla zu plaudern? Ich bin ein Affe. Wer bist du denn? Wo ist Rosi? Wer bist du? Und wo ist Rosi? Rosi, Rosi. Die Leute kommen hier rein und alle fragen sie nach dieser Rosi. Wer soll denn das sein zum Teufel? Es gibt keine Rosi hier, Herzchen. Ich heiße Ulla. Seit mein Walter nicht mehr ist, schmeiße ich den Laden hier allein. Nichts für ungut, Ulla. Ich möchte einen Drink bestellen. So, was gibt's denn? Wodka Banani? Ein Honolulu Spezial, ein Kokosnussflip. Eigentlich habe ich gar keinen Durst. Einen Kokosnussflip. Tut mir leid, Junge. Kein Alkohol an Minderjährige. Ich werde den gleichen Fehler nicht schon wieder machen. Ich zahle noch immer das letzte Bußgeld ab. Wie hätte ich auch ahnen sollen, dass das Mädel in ihrem Alter schon Zivilfahnderin bei der Polizei ist? Da frage ich jetzt nicht weiter. Eigentlich habe ich gar keinen Durst. Die hat hier nur Alkohol, aber will mir dann doch einen Drink anbieten. Hallo, Schatzmaid. Hallo, Schätzchen. So, was haben wir denn hier? Hast du meine Brüder gesehen? Sie haben breite Schultern und ein haariges Gesicht. Schätzchen. Jeden Tag kommen hier bestimmt ein Dutzend Leute rein, auf die diese Beschreibung passt. Haben deine Brüder denn was angestellt? Sind sie auf der Flucht? Was gibt's Neues aus der Gerüchteküche? Naja, siehst du den Mann dort an der Theke? Das ist Dieter Künzel. Der ist fast jeden Abend hier, trinkt 2 Bier und verschwindet wieder. Er arbeitet irgendwo in einer großen Firma. Versicherung hat er, meine ich, gesagt. Eigentlich mein angenehmster Gast. Höflich, zahlt gleich und schlägt sich nicht. Aber heute macht er mir Sorgen. Es war nicht mal 4, da kam er schon hier rein, sah richtig schlimm aus. Wie ein geprügelter Hund. Hab ihn natürlich gleich gefragt, was los ist. Statt zu antworten, sagt er nur, dass er sich jetzt kräftig besaufen muss. Und das hat er dann auch getan. Ich könnte wetten, dass er wieder Probleme auf der Arbeit hat. Gehört ihm der Geländewagen da draußen? Ja, das ist seiner.
Ein toller Schlitten, nicht wahr? Er muss seine Stange Geld gekostet haben. Er muss ihn wegfahren. Schätzchen, der Künzel ist voll bis Oberkante Unterlippe. Der fährt heute nirgendwo mehr hin. Selbst wenn du es schaffst, ihn zu wecken, könnt ihr keine zwei Schritte geradeaus machen. Dann musst du den Wagen wegfahren. Den Gefallen würde ich dir gerne tun. Aber ich bin auch nicht mehr nüchtern. Schließlich bin ich die Wirtin hier. Das befugt wohl oder das setzt wohl voraus, dass man sich betrinkt. Tschüss, Ulla. Ist ja mal was ganz Neues. Ich wollte die Brille klauen. Mist. Komm, lass dir wenigstens das Geld klauen. Ich hoffe, du willst Trinkgeld reintun. Ich brauche Münzen für die Jukebox. Schätzchen, sehe ich aus wie die Wohlfahrt. Komm, die Jukebox bezahlt, das Geld gehört doch dann dir, also. Stell dich mal nicht so an, ich hab sie schließlich repariert. Sonst gibt's hier nichts? Ah, mein Gott, da gehen wir wieder raus. So, gucken wir uns mal hier das Getier an. Dem Kätzchen wurde das Fell abrasiert. Wer bist du? Ich mag keine Katzen. Ich mag keine Katzen. Ich mag keine Katzen. Was bist du denn für einer? Magst keine Katzen, also. War echt mal Rosis Theke, ne? Und dann ist da Ulla. Zwei Gäse. So. Also der will seinen Geländewagen nicht wegfahren. Ich werde es wegschieben. Durch die Gefangenschaft sind meine Superkräfte noch geschwächt. Ich suche besser nach dem Besitzer. Ja, den haben wir ja nur gesehen. Also müssen wir erstmal zu dem. Vor allem bin ich jetzt wieder das Klo runtergespült worden, obwohl ich durch eine Kanalisation geschlüpft bin. Naja. So. Oh, ein Hippie. Noch eine Katze. Verfolgt ihr mich oder sind hier alle Katzen rasiert? Ich mag kein. Wer bist du? Dem Kätzchen wurde das Fell abrasiert. Quatsch mal mit dem Hippie. Hallo. Hey, kleiner Freund. Mach mit bei meinem Sit-In. Was muss ich da denn machen? Gar nichts. Einfach hinsetzen und entspannen. Total easy. Ganz nebenbei setzt du ein Statement gegen das Establishment. Der gefällt mir. Wer bist du denn? Ich bin Gernot, aber nenn mich Berger. Das macht jeder. Wie heißt du, kleiner Freund? Ich bin Gordo, ein mächtiger Superheld. Abgefahren. Hier, ein kleines Zeichen unserer Freundschaft, Bruder. Oh, eine Blume. Wogegen protestierst du denn? Gegen das Übliche. Faschismus, Kapitalismus, Atomstrom, milliardenschwere Bahnhofsprojekte und all sowas. Aber milliardenschwere Bahnhofsprojekte. Die Frau, die das Labor da drüben führt, ist echt krass drauf. Sperrt kleine Affen in Käfige und macht üble Experimente mit ihnen. Mit Drogen und Elektroschocks und so krankem Stuff. Ach ja, süße alte Zeit. Süße alte Zeit. Hast du keine Arbeit? Weißt du, ich hab mal in einer Fabrik gearbeitet. Wir haben Fruganes Müsli produziert. Echt eine dufte Sache. Aber keiner wollte das Zeug haben. Irgendwann haben wir dann erfahren, dass Fruganer überhaupt kein Getreide essen. Da mussten wir den Laden dicht machen. Okay. Frau Dr. Dröge sagt, Hippies sind verquere Idealisten, die Angst haben, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Und? Und? Peace out. Geilste Antwort. Hier kann ich in die Stadt gehen. Willow sucht Sie. Werden Sie noch heute Mitarbeiter? Schulabschluss wird vorausgesetzt. Ich hab doch ein Diplom. Gehen wir da gleich mal rein. Hat die einen Bart?
Ich frag besser gar nicht. Aber ich kann ja mal mit der quatschen. Handygesprächen. Und die Bitch labert mich voll zu, ey. So von wegen, was machst du mein Freund dann und so. Und ich so, ey Mädchen, halt deine Fresse oder ich box dich weg. Hallo. Ey Sunny, warte mal. Hier ist schon wieder so ein Otto und will was. Ja. Ich bin Gordo. Und wer bist du? Willst du mich anmachen, ey? Wer denkst du, dass ich bin, mein Gott? Ich hab einen Freund, ey. Und wenn der das rausfindet, gibt er dir voll die Bombe. Glaub mir das. Du hast ja eine Laune. Ja, hallo? Ich kotz voll ab, ey. Ich bin hier voll am Arbeiten, voll der Stress, ey. Ich übertreib nicht, ne? Aber ich sitz hier schon so mindestens 200 Stunden oder so. Und meine Freundin sind voll am Party machen. Ey, Sunny, bist du noch drin? ist das schlecht. Verkauft ihr hier auch Helikopter? Was fragst du mich, ey? Verkauft ihr hier auch Popel? Nee. Nee. Hast du meine Brüder gesehen? Ja, hallo, bin ich die Auskunft, ey? Außer dir habe ich heute keine haarigen Spackus gesehen, okay? Was ist das hier nur? Wer hat sich das ausgedacht? Ich lass dich mal weiterarbeiten. Weiterarbeiten? Die neue Ausgabe des Kinn-Magazins ist da, mit kuriosen Fakten über das menschliche Kinn. Okay. Oh, die Schmatzi-Frühstücksflocken sind aus. Oh. Komm, quatsch mal mit dem... Hallo, verehrter Kunde. Herzlich willkommen bei Billo. Wenn Sie Fragen zu unserem Angebot haben, wenden Sie sich bitte an Fräulein Pohl an der Kasse. Na klar, habe ich Fragen zum Angebot. So, ich will einen Job, Digga. Hallo, verehrter Kunde. Herzlich willkommen bei Billo. Wenn Sie Fragen Job. Zu unserem Angebot haben, wenden Sie sich bitte an Fräulein Pohl an der Kasse. Ja, toll. Frau Pohl hat mir schon weitergeholfen. Warum kann ich denn keinen Job kriegen? Hier, guck, mein Diplom. Zwecklos. Ich will einen Job. Wie krieg ich einen Job? Kriegst du auch ein Blümchen? Und dann? Wenn er der Frau ein Blümchen geben. Oder einen Kaffee. Und dann? Keine Ahnung. An der Stelle müssen wir eh immer Kaffee machen. Komm, gib mal deren Kaffee. Das passt nicht. Passt nicht? Ich will aber doch... Und dann? Ich will aber doch Geld haben hier. Komm, gibst und der dann? Das? Keine Ahnung, gibst du dir das Diplom? Die Typen da sehen alle echt nur scheiße aus. Und dann? Ja, das sind voll die Gesichter, ey. Ihr habt voll so den schlimmsten Geschmack von der Welt. Keine Ahnung, kann ich wieder rausgehen? Kann ich wieder hier an der Mülltonne irgendwas finden? Ich will doch nicht in Mülltonnen. Na gut, ich tue es doch. Nichts drin. Ja, aber erst nicht wollen und dann doch mal. Können wir in die Stadt gehen? Hört doch bestimmt nicht auf, wenn ein Affe in die Stadt geht. In die Stadt. Wir gehen da weiter. Ist hier nicht weiter? Bin ich da rein? Was ist das Forschungslabor? Ich will einen Job. Leute. Kann ich das da klauen? Keine Ahnung, was das ist. Ey, fass das nochmal an und ich bring dich sowas von um. Seid ihr bescheuert oder so? Warum geht ihr ins Diamond, ey? Die Typen da sehen alle echt nur scheiße aus. Warum geht ihr ins Diamond? Ja, die Typen sehen alle nur voll scheiße aus. Voll so oh Gott, ey. Ja, ich würde sagen, beenden wir die Folge erstmal. Und ich suche derweil erstmal den nächsten Punkt, wo man noch was machen muss. Sehen wir uns also dann in Folge 3. Vielleicht kriege ich dann endlich einen Job bei Billo. Dann kann ich mit den Angestellten schlafen. nächste Folge.